Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist DaniGoLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir hier und da einige Erledigungen in Meltokyo gemacht, haben ein, zwei neue Kostüme bekommen, haben uns mit einem Wunderkoch gekloppt, mit dem Finsteren, und ja, jetzt sind wir in Sübak und gucken wir mal, was hier noch alles zu erledigen gibt. Überhaupt, du stehst schon wieder hier so verdächtig. Ist das ein Planet? Warum ist er plötzlich... Nein, ist er nicht. So, na? Ach, da ist doch noch was am Himmel. Alle einstürzt und das hier, ja. Schlimmer kann es doch nicht hier sein. Ja, dann geht man am besten in den Wald, ist klar. Ha? Ein paar Monster killen, so tut man sich die Langeweile treiben in Tales of Schwieren. Wie liegt es an den seltsamen Chemikalien? Trinkt er die oder was? Warte mal, das sieht doch irgendwie verdächtig aus. Ha, es ist verdächtig. Hey, seh mal, in diesem Buch ist ein Exvi angebracht. Stimmt, das steht da drauf. Es ist in der Sprache der Engel geschrieben. Mal sehen. Siegel? Es ist eine Art Siegel. Boah. Es lässt sich nicht öffnen. Auf diesem Buch lastet ein Fluch. Ihr solltet es nicht anfassen. Ein Fluch? Es lässt sich nicht öffnen. Der Ex verdient als eine Art Schloss. Nachts hört man fürchterliche Schreie aus diesem Buch. Wow, das klingt gruselig. Ich habe gehört, das Buch ist das Tor zur Niflheim. Weil... Niflheim. Ja, der Unterwelt. Passt lieber auf. Boah, geil. Ich glaube, hier kommt nur Zwergenregel 108 in Frage. Schlafen und soll man nicht wecken. Das ist sowas von verdächtig. Kann ich irgendwie warten, bis es Nacht wird? Okay, das klang schon sehr, sehr verdächtig und ich bin jetzt sehr, sehr neugierig, was es mit dem Schinken da auf sich hat. Okay, cool. Irgendwie muss man noch warten können, bis es Nacht wird, ne? Im Gasthaus oder irgendwie sowas. Ja, echt noch ein paar Hunde irgendwie verpasst. Muss da irgendwas passieren, wenn ich alle Hunde auf allen Welten irgendwie hier begegne und den Namen gebe. Irgendwas muss da passieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach so ein random Dingen ist. Ah, Leute. Weiß nicht, nennt irgendwie alle Leute, die rotes Haar haben, Leute. Leute, Luke. Hab ich gerade Leute gesagt? Ich meine Luke. Dieser Typ aus der Abyss. So, habe ich hier... Bams. Jeden mal eins. Mein Item-Ding hier zu füllen. Warum auch immer. Hey. So, wenn hier nichts zu tun ist, dann werde ich wahrscheinlich mal gucken, ob ich irgendwie bis nachts pennen kann, dann mal da reingehen kann, falls das geht. Ja. Hoffentlich nimmt das wieder auf hier. Ich soll vielleicht mal ein bisschen lesen und dir sagen. Ja, der Turm des Hals, der ist eingestürzt. Der Himmel ist purpur. Mein Gott, ich habe nichts Interessantes zu sagen. Ja, okay, für die ist das natürlich sehr schreckend, was da draußen passiert ist. Auf uns ist das Alltag, hallo? Erzählt mal was Anständiges hier. Was ist denn der neueste Witz in der Stadt? Der Turm des Hals ist eingestürzt? Der Turm des Hals ist eingestürzt? Boah, ja. Hey, die sagen alle das Gleiche. Warum? Okay, du drehst über Fische, das ist gut. Das ist auch schon wieder Turm des Hals angedeutet. Wups. Ja, zum Dings müssen wir auch noch zu den heißen Quellen.
Haus der Besinnung ist schon. So, dann gehen wir mal. Warte mal, ich glaube, das müsste eine Abkürzung sein eigentlich. Ich hier so gehe. Na? Der Auserwählte mit Stil kommt aus dem Gully rausgekrochen. Sehr schön. Alles klar, dann mal nach oben. Gucken, ob da irgendwas gibt oder gibt nicht. Gibt oder gibt nicht. Ach. So nur Metroid, der hier auf die Erde crashen wird. Nein, falsches Spiel schon wieder. Ah, ist denn ja jetzt nahe. Da vergrinst du aber noch ganz schön. Mit vergrinst auf Gesicht, was soll das eigentlich? Mit Tom, das heißt, es ist eingestürzt, was? Ja, er tut über. Schmeißt die ganze Logik über den Haufen, ne? Langsam habe ich so das Gefühl, der Turm des Hals ist so ein richtig großes Ding in diesem Spiel. Und das scheint die doch ein bisschen zu schockieren. So, da hinten war ich schon drin, ne? Ich glaube ja. So, gucken wir mal im Inn. Kann ich da bis nachts übernachten, um dann, weiß ich nicht, Schrei des Todes zu hören hier von diesem Buch? Oder was auch immer. Mal gucken. Ja, machen wir mal. Ja, vielleicht brauche ich ja irgendwas. Ich habe ja diesen einen Stein aus Mythos Schloss mitgenommen. Ich dachte eigentlich, vielleicht kann ich den irgendwie gebrauchen oder so. Hat der irgendwie was damit zu tun? Weiß ich nicht. Bin ich doch ein bisschen neugierig. Was macht das Dingen? Was ist seine Funktion? Schlafen ohne soll man nicht wecken. Das heißt, ich muss irgendwo noch irgendwas finden, um irgendwas auszulösen. Das riecht auf jeden Fall irgendwie nach optionalem Boss oder irgendwie sowas. Deswegen muss irgendwas gemacht werden, um irgendetwas zu machen. Ja, hoffentlich kommt noch ein Skit irgendwie, hat mir so einen Tipp gibt oder was weiß ich. Nicht so, ja. Das ist da direkt. Ein Heimball habe ich so das Gefühl, könnte noch viel sein. Wenn das schon lange nicht mehr waren und da war ja alles zerstört und so. Könnte ich mir irgendwie vorstellen, da irgendwas passiert. Na, standst du schon immer da? Wo? Kein Azuki erhalten, okay. Danke, Großvater. Okay, was haben wir bekommen? Ultimative Waffe? Nee. Oh, war eine gute Klamotte für sie, glaube ich. Ja. Winterattacken 50%, nur noch Schaden. Auch nicht schlecht. Warum nicht? Okay, jetzt sind sie. Ich glaube, du meinst den Planeten, ne? Hast du das Gefühl, du meinst das Ding da im... Oder? Ne, Anpassungsdienste. Nichts Neues. Ah. Ich muss echt mal irgendwann diese Dingens hier plätten, diese Golddrachen wieder. Um wieder ein bisschen Geld zu bekommen. Ich habe so das Gefühl, wir könnten noch ein paar Sachen hier kaufen und so. Und ich will ja sowieso alles sammeln und da brauche ich ein bisschen Geld. Also ja. Werde ich wahrscheinlich irgendwann offscreen mal machen. Die sind da kein Problem jetzt mittlerweile. Was ist hier am Himmel? Ja. What is this thing in the sky? Oh my gosh. So, Mizu Ozette, da wird es doch bestimmt jetzt auch irgendwas zu tun geben, oder?
Kann es sein, dass da irgendwie nichts mehr passiert überhaupt? Hey, wer bist du denn? In diesem Dorf lebt einst ein Mann, der wie ein wilder Dämon war. Man sagt, mit seiner Schreitaxt konnte er furchteinflößende Angriffe entfesseln. Bisher, du lebst noch. Wer bist du? Ich heiße Ralf. Ich war einst zusammen mit deinem Vater in der Garde des Patriarchen. Die Garde des Patriarchen? Bisher's Vater hat bei denen gedient? Ja, zu Lebzeiten des vorherigen Patriarchen war Sieg einer der gefürchtetsten Gardisten. Keiner konnte ihm im Kampf mit der Axt das Wasser reichen. Aber warum ist Vater dann ein Holzfäller geworden? Es lag an einem speziellen Angriffsschlag, den Sieg entworfen hat. Er war so unglaublich mächtig, dass jeder einzelne Gardist diesen Angriff erlernen wollte und die Garde sich in eine dunkle Organisation verwandelte. Sie haben sich an der Macht des Schlages berauscht. Ja, Sieg bedauerte dies und brachte nur mir den wahren Schlag bei. Dann wurde er ein Holzfäller. Deshalb kannte Vater die Leute aus dem Schloss und die Aristokraten. Ich bin froh, dass du lebst. Ich muss dir die Nachricht von deinem Vater überbringen. Vatis Nachricht? Während er zusehen musste, wie du seine Seele verlorst, merkte Sieg, dass er bald sterben will. Er wollte, dass ich dir eine Nachricht übergebe. Vati, was hat Vati gesagt? Verliere dich nicht in deiner eigenen Dunkelheit. Du hast ein Herz, auch wenn du dir Zeit und Gefühle geraubt wurden. Diese Wahrheit ändert sich nicht. Das Herz gerät leicht ins Schwanken, das ist nun mal seine Natur. Genau aus diesem Grund wird Dunkelheit im Herzen geboren. Ja, das verstehe ich. Es ist bei jedem so. Ein jeder trägt Dunkelheit in seinem Herzen. Ein wahres menschliches Wesen ist, wer sie zum Kontrollieren vermag. Die Dunkelheit in seinem Herzen kontrollieren, es ist äußerst schwer. Im Gegensatz zu den Gardisten hatte Sieg seine Dunkelheit im Griff. Auch ich konnte die Dunkelheit abwehren. Und weißt du wie? Ich weiß es nicht. Weil dein Herz stark war, weil du einen Freund hattest? Weil du einen Freund hattest? Freund. Ja, das Vertrauen zwischen Freunden stärkt das Herz. Ich hatte einen Freund, dem ich vertrauen und auf den ich mich verlassen konnte. Ich hatte Sieg und Sieg hatte dich. Es scheint, du hättest auch gute Freunde gefunden. Vertraue ihnen, wenn du müde wirst, komm zu mir. Ich erzähle dir Geschichten von Sieg. Das werde ich. Leute, lass uns weiter so gute Freunde sein. Natürlich, wir werden die Dunkelheit in deinem Herzen erhellen. Cool. Vertrau deinem Vater, okay. Ich dachte jetzt irgendwie so, nebenbei würde er uns auch diesen Schlag gelingen, irgendwie so was beibringen. Aber naja. Mal gucken. Wieder irgendwas gelernt, irgendwas. Und der Typ ist weg. Das ging schnell. So, Altessa, der wird doch bestimmt auch noch was zu sagen haben, ne? Der ist ja, oh ja. Deck um die Ecke. Alles klar. Wir kommen natürlich auf die andere Seite raus, sehr gut. Altessa, weißt du, wie man das Ding da öffnet, dieses Buch? So ganz nebenbei. Ah, Tabata. Oder Tabita? Tabata. Bitte passt auf Mythos auf. Du kannst jetzt normal sprechen, ohne Caps Lock. Geil. Das macht dich voll süß. Bist du schon so weit, dass du wieder aufstehen kannst? Ja, das habe ich euch zu verlangen. Ich möchte es wieder gut machen. Ich weiß, ich konnte etwas für euch anpassen. Wie wär's damit? Schon gut, du musst uns nicht danken. Und du solltest dich noch etwas schonen. Nein, ich möchte es. Bitte seht es als wieder gut machen an. In Ordnung. Wenn wir eine Anpassung brauchen, werden wir dich ansprechen. Möchtest du etwas anpassen lassen? Ja, geil. Ach, hier sind die ganzen Dinger, die wir auch von diesen Bossen da bekommen konnten. Kann aber nichts herstellen, wie immer. Ja, doch, ich kann Dinge ziehen. Hier, das kann ich herstellen. Das wäre ein bisschen zu blöd. TP-Verbrauch zum Beispiel, das wäre gut.
Ich mal irgendwann, wenn ich genug Geld habe, alles zusammen kaufen. Okay. Du kannst auch nichts gegen den für dieses Buch machen. Verdammt. Starte. Okay, dann. Was das? Hier können wir auch wieder Sachen anpassen. Auch nicht schlecht eigentlich. So, dann bin ich jetzt eigentlich. Ja, ich bin noch recht gut hier im Rennen. So, Flanor Block. Alles klar. Zack. Was mit den Teufelswaffen? Hast du schon was dazu zu sagen? Fuji, na? Wenn ihr alle Waffen gefunden habt, kommt bitte nach Flanor zurück. Ja, ne, ich wollte doch mal ausprobieren, welche Sachen ich verkaufen kann und welche nicht. Mal rausfinden, was davon Teufelswaffen sind und was nicht. So, es geht. Ich brauche unbedingt wieder Geld. Wenn ich hier mit den ganzen Nebenquests erstmal fertig bin, werde ich wahrscheinlich Geld farmen. Mir alles so zurecht kaufen, auch wenn ich das nicht brauche. Ja, das ist ein Stern. Das ist ein Meteorit, das ist ein Planet, das ist ein Stern. Langsam haben wir alle Himmelskörper hier durch. Ja. Okay, die in Süber haben die ganze Zeit gesagt, ja, der Turm des Hals ist kaputt und ihr sagt alle, ja, der Himmel ist ein bisschen anders, ne? Okay. Ich kann mir vorstellen, in Altamira ist noch einiges zu tun. Aber nur vielleicht. Weiß nicht wieso. Habe ich so ein Gefühl, ich spüre es. Ich fühle es. Ich brauche mal irgendwo einen Shop. Da stehen immer noch Schlange. Ja, irgendwie steht so schon seit einer Ewigkeit hier. Weil es verdammt kalt hier ist. Ein Klugscheißer. Frisches Gemüse. So, zeig mal. Upsala. Okay, Nebelin. Wird hier nicht angezeigt, okay. Macht es ein bisschen schwieriger, hier zu gucken. Aber was soll's, du? Penny, ja. Wow, geh weg, Penny. Nicht jetzt. Ach. Wunderkoch, ja. Irgendein Ding. Elisabeth, ne? Aus Ginter. Polarisch, Gladius und so. Ja, warte. Irgendwas war jetzt hier verdammt teuer. Edelbruchspanzer, auch so. Das ist ein echt geilen Afro. Das musste mal einer sagen. Boah, geil, Laserschwert. Noch ein Laserschwert. Okay, ich würde sagen, in den nächsten Part haben wir dann schon auch alle Orte in Tetralla durch. Das geht schnell. Aber jetzt in Tetralla auch alles erledigt. Komm, ja. Muss halt. Ja, Mondstein und so könnte ich auch kaufen. Die geben ja KP und so plus 20-30% irgendwie sowas. Ich finde die Dinger immer so überpowered. Das ist schwachsinnig, aber egal. Boah, geil, Pink. Ich liebe Pink. Was? Okay. Meinte sie und Lloyd? Bitte sag, er meinte die beiden. Ich habe das ganze Spiel irgendwie nur die beiden zusammen gepaart, also.
Nicht, dass ich das geplant hätte. Ich habe es nur einfach so gedacht, es wäre so ein bisschen Canon. Deswegen, ja. Ihr seid eigentlich total egal, wer zusammen mit wem kommt. Aber einigen ist das ja irgendwie so offensichtlich, wer mit wem hier rumpendeln möchte. So, Flanor, da war eine Enttäuschung. Altamira. Heimdall und Exile dann noch. Nur noch. Meine ganzen Elfenstädte. Diese verdammten Elfen. Nein, Quatsch. Ich habe nichts gegen Elfen. Genneth und Rain sind korrekt und einige anderen Elfen, bis auf die Designs, sind eigentlich auch alle korrekt. Finde ich. So. Ich mal sagen, wir gehen irgendwo ins Gasthaus oder so. Ja, hier gibt es ja auch noch das Casino. Das bringt mir jetzt nichts. Ich habe gar kein Geld und keine Casino-Dinger. Jetons heißen die, glaube ich. Also bringt mir halt gar nichts. Nichts. Dafür haben wir da auch erst letztens, ne? Ich kann was zu trinken, was zu essen, aber ich krieg gar nichts. Passade. Hey, na? Ja, okay. Oh, 21 Minuten, dann mache ich mal ein Schnittelchen. Mit dir bitte kann ich gar nicht reden. Ey. Ja, diese wunderbare Mission mit den Kindern. Überhaupt nicht nervtötend war. So, dann speichere ich jetzt hier. Und 21 Minuten finde ich sind ein bisschen lang. Also eigentlich nicht. 22 Minuten, oh mein Gott. Würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.